Hey ihr schneidigen Überlebenskünstlerinnen und Künstler, willkommen zurück zu The Devil in Me. Erstmal liebe Grüße an die coolen Leute, die immer anfangs schon das Video liken, denn ihr wisst ja, was passiert. Also, vielleicht Mord und Totschlag, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, gucken wir uns mal weiter hier um auf diesem kleinen Halbinsel-Ding. Wir waren ja eben an der Hütte und haben wieder einen Toten entdeckt. An diesem klitzekleinen Inselchen hier. Mal gucken, was haben wir denn hier? Die Geräusche machen mich ganz wahnsinnig. Alter, hier ist aber ein richtiges Anwesen. Ich suche das Bauernhaus. Okay. Kann ich machen. Aber hier. Cock. Cock Oil. Oder? Ja. Ne, Cochleo Oil. Das ist wirklich Öl, ja. Der braucht ja auch eine ganze Menge Chemikalien, wenn er die Leichen hier verfestigen oder auflösen will. Dass das keinem Schwein auf dem Festland auffällt. Hier geht's nicht weiter. Ach du Scheiße, guck ich mal diese Hütte an. Das ist mir hier auf der Veranda um. Uff, das ist schon ein bisschen spooky hier. Ach, guck mal. Eine Ratte. Ich frage mich auch, worauf das alles hinausläuft. Hörst du das? Was? Ah, es ist Conny! Ja, es ist Conny. Winseln. Ist das... A good girl ist das. Oh, was ist los mit ihr? Das hängt fest. Oh, fuck. Wie? Warum? Kate hat Jamie auf dem Dach gerettet. Okay. War aber nicht das hier. Kleine, bitte. Oh, Mädchen, sei ruhig. Das würde ich ihm so in den Hals rammen. Dummen Idioten da. Alter! Ich werde doch nicht den Hund abstechen. Bist du bescheuert? Nö. Also dann... Oh nein. Also dann geht Jamie lieber selbst drauf. Jamie hat im Bauernhaus den Hund gehen lassen, als er sich vor dem Matt versteckt hat. Ey, ohne Spaß, ich würde kein Tier abstechen. Niemals. Vielleicht im Bonusvideo, aber... Oh nein! Nein! Oh, good girl! Oh nein! Wow, sie hat uns echt den Arsch gerettet, Kate, schon wieder. Hart auf dem Weg! Versteck dich!
Das war richtig knapp, ne? Aber wo ist Conny? Wo ist Doggo? Alter, der hat sogar Laserschranken hier. Was ist das für ein krasser Typ? Brauchst du Hilfe? Oh, oh. Aaron, heilige Scheiße. Du lebst. Oh. Bin froh, dass du okay bist. Hilf mir. Du schaffst das. Wo ist Kate? Jamie? Weißt du, wo sie sind? Wir haben uns irgendwie im Wald verloren. Ich hatte zu viel Angst, um stehen zu bleiben. Es tut mir leid. Ist okay. Wird irgendwie okay, Aaron. Sie finden her. Ich weiß, wie wir reinkommen. Los. Fantastisch. Gut gemacht, Aaron. Du kommst nicht mit. Was? Bist du? Ich hab dich mit Dumet gehört. Du bist schuld. Du hast uns zur Schlachtbank geführt. Aaron, du hast den Verstand verloren. Ich würde nie... Du weißt, du kannst mir vertrauen. 70% aller Mörder töten jemanden, den sie kennen. Jemanden, der ihnen vertraut. Es sind 79%. Aber ich bin kein Mörder. Sofortiger Aufbruch. Alle Handys abgeben, ein einsamer Ort. Alles Teil deines Plans, oder? Du hast einen Schock und kannst nicht klar denken. Ich würde nie... Mark, wir müssen ihn hier fesseln, bis Hilfe kommt. What? Er wird uns in den Rücken stechen oder Dumet dazu bringen. Aaron, ich würde nie... Ruhe! Du bist übertrieben, meinst du nicht? Beruhigend oder ängstlich? Aaron, wow. Ich habe lange für Charlie gearbeitet. Er ist ein egoistischer Kontrollfreak, der uns alle aufs Kreuz legen würde, aber... Er ist... Und, wie sieht's aus? Tut sich nichts. Kein Mörder. Ich weiß, was ich gehört habe. Und ich glaub dir. Aber vielleicht solltest du genau das hören. Ich pass auf ihn auf. Versprochen. Ihr spinnt doch beide. What? Dafür... Okay. Dafür kriegt er Bonuspunkte. Oh, die beiden lieben sich, ja. Läuft da was? Ja, wahrscheinlich sollte er wirklich genau das hören. Sie meine ich, das mit Charlie. Ich weiß auch noch nicht, wie Jamie sie warnen konnte über das Lautsprechersystem. Gibt überhaupt keinen Sinn. Finden wir raus, wie wir das Ding zum Laufen kriegen. Ist eigentlich ein Bonus, dass ich die ganze Zeit Fotos gemacht habe mit Mark. Er hat ja auch wirklich so ein bisschen den Blatt-Armor, ne? Ihr habt ja schon geschrieben, dass mit dem Ferryman auf seinem Blatt, vielleicht hat das wirklich was damit zu tun, dass er überleben soll und die Nächsten rankarren muss. Die nächsten fünf. Es gibt wohl immer jemanden, der überleben darf, um dann wieder neue Opfer ranzuholen. Und die anderen, die überlebt haben, die haben so viel Angst, um davon zu berichten. Aber es ist ja auch dämlich. Irgendjemand muss doch davon berichten. Auch wenn er Angst hat. Gerade wenn so ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist. Das sehen würde hier, ne? Ich hätte gerne noch ein Bild gehabt. Aber noch zwei Bilder. Also Vorahnungsbilder, ne? Ich bin schon sehr gespannt aufs nächste Spiel, das im Weltraum spielt. Das stimmt, supi. Beweis, Adresse, Chicago PD und so weiter, Fallnummer, Sicherungsdatum 98. Um 6 Uhr entdeckte ich Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy.
Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Schuhscheinkiller? Aha. Hector Waylon Monday, Leonard Camp, Brennan Day, Benjamin Pietzel, Gore Rogers, William Baldwin, Charles Leacock, Howard Seagren, Joke, Ben Lehman, Richard Belknap, Grantham DeMatt. Sind das alles Aliase von ihm? Ah. Grantham DeMatt war der Letzte. Oh, eine Visitenkarte. Sehr gut. Ich habe schon gehofft, ich krieg nochmal welche. Artist. Wieder jetzt? 4 von 5. Bestimmt eine übersehen irgendwo. Aha. Silver Spring University Medicine. What? Bachelor in Psychologie? Silver Spring Universität für Wissenschaft und Medizin. Hiermit verleihen wir Hector Waylon Monday den akademischen Grad Bachelor of Science für Psychologie, 22. Mai 1988. Alter, der Typ ist auch noch sehr gebildet. So, das wären nicht mehr viele. 3, 6, 8 Stück noch. Hey, vielleicht kriege ich ja alles. Das wäre mal ein Novum hier. Dass ich im ersten Durchlauf alles finde bei dem Spielen. Mr. DeMatt, ich will mein Team tot. Ich regel das. Am Wochenende. Danke. Ja, wow. Ich hab diesen Scheiß nicht gesagt. Zusammengeschnitten. Hört man doch. Wow, es war viel zu offensichtlich. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte so sehr, dass das klappt, dass ich ihm einfach alles geglaubt habe. Es ist geschnitten. Ich bin so dumm. Ich bin Tontechnikerin und drauf reingefallen. Du hast einen Schock, so wie wir alle. Mach dich nicht fertig. Also, Aaron? Tut mir leid, Charlie. Na gut. Mark hatte herausgefunden, dass DeMatt Charlie durch falsche Beweise in die Morde verwickeln wollte. Das kannst du nicht unbedingt so raushören. Das muss man mit so Wellenlinien irgendwie durch ein Programm laufen lassen, dass man sieht, dass es da abgehackt ist. Damit kann man Schnitte ganz einfach rausmachen. Aber so einfach vom Hören, vergiss es. Das kann niemand raushören. Okay, na, ich will noch Bilder haben. Das ist ein Schwimmer mit dem Schlüssel. Fernbedienung. Mich übrigens immer noch, was die Mutter, die alte Frau da in dem einen Take gemacht hat, wo sie sagte, ja, mein Sohn, hol sie dir und so weiter. Wo ich noch sagte, es ist so eine Art, oh, guck mal, das Boot. Mark hat einen Bootschlüssel gefunden. Es ist so eine Art Norman Bates Geschichte. Ein Boot auf der Insel. Wow. Mark und Jennifer Edwards. What? Wo sind die anderen? Boah, der Raum hier ist creepy.
Hier, Clarence schon wieder. 7. Juli 1965. Clarence, ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeit schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht. Allein. Meine Eltern helfen mir, aber sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause, Clarence, bitte. El Mandy. Okay. Ist er auf der Insel hier geboren worden? Agent Monday. Oh! Oh Mann! Mein Herz. Ich bin eh ein Hundemensch. Was zur Hölle war das? Eine Kittykatze. Ja, nur eine blöde Katze. Die sind nicht blöd. Oh, hab ich erschrocken, Alter. Nur eine liebe kleine Kittykatze. Ob ich was jetzt der Sinn sein soll, dass ich dich am Leuchtturm zu treffen? Hier geht ja gar nichts. Und noch weiter hoch. Geht hundertprozentig nicht mehr, oder? Come on. No way. Oh Mann. Da drüben ist Festland, ne? So nah und doch so fern. Oh fuck. Don't look down. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Oh nein. Alter. Jetzt an oder nicht? Der Hebel ist noch nicht ganz unten. Aber wird schon passen, ne? Das Licht auf jeden Fall ist an, der Button. Mark hat das Leuchtturmlicht eingeschaltet. Ja, ich würde genau ins Licht gucken. Das ist richtig hell, Junge. Oh, ah. Fuck yeah! Wow! Und jetzt würde ich abhauen. Von hier, ganz schnell. Liebster. Oh. Hey. Ja. Ja. Leute, hier oben. Kate, Jamie, ich bin hier. Oh nein, hinter ihm. Oh nein, Mark, du bist so blöd. Mach doch noch mehr Lärm.
brennt hier so. Scheiße. Ja, scheiße vielleicht. Oh. Da bist du ja. Das überrascht mich. What the fuck? Du kannst also auch pünktlich sein. Schimmeliges Essen. Yam, yam, yam. Was? Recovered January 28th. Die Sicherheit 28. Januar. St. Paul's Cemetery, Church Road, Silver Spring, 1998. Sehr geehrter Mr. Monday, ich möchte Sie über einen Vorfall bezüglich Ruhestätte informieren. Da das Nutzungsrecht bei Ihnen liegt, ist es meine Pflicht, Sie über den Vorfall bezüglich Ruhestätte zu informieren. Ein Stück Boden wurde aufgewühlt und der Grabstein von seinem Sockel entfernt. Ich weiß, dass es sich um das Grab Ihrer verstorbenen Mutter, Lucinda Monday, handelt und verstehe daher, dass diese Nachricht verstörend wirken könnte. Leider verursachen hiesige Wildtiere mitunter solche Schäden und wir vermuten, dass dies hier der Fall ist. Im Interesse der öffentlichen Sicherheit ist es unsere Pflicht, die Instandhaltung unserer Grundstücke auf einem sehr hohen Niveau zu gewährleisten und wir haben uns schnell darum gekümmert. Es ist kein dauerhafter Schaden entstanden. Mit freundlichen Grüßen, Jay Gray. Jeffrey Gray, Grabpflege. Oh, und er hat sie ausgebuddelt und dann auch verhärtet, oder? So eine Puppe gemacht. Das passt halt perfekt in sein Profil. Er schafft sich Andenken. So, damit waren es nur noch 6 Stück. Oh, ich hab's gewusst, da sitzt sie schon. Hallo Mama. Was zum Teufel ist das? The boy who loved scary stories. Das Monster. Warst es immer schon. Der Junge, der Gruselgeschichten liebte. Hey. Wer sind Sie? Bist du doof? Glaubst du nicht echt, dass sie noch lebt, oder? Der einsame Junge liebt es, Gruselgeschichten zu lesen. Wow. Er las Tag und Nacht Gruselgeschichten. Oh, wow. Er lebte bei seiner Mutter, nicht bei seiner Tante, aber sie war sehr streng. Leg das Buch weg. Der Junge hatte es satt, dass man ihm sagte, was er tun soll. Das ist unfair. Oh, guck mal, der Junge. Das Buch brachte ihn auf eine Idee. Rache. Der Junge schlich durch das Haus. Hey. Er sieht selber aus wie ein Monster. Was ist das für ein Kinderbuch? Er sprang herum und schrie und erschreckte seine Mutter. Raaah! Ah! Er liebte Gruselgeschichten. Haha. Das ist nicht gerade kindergerecht. Blätterst sofort wieder zu deiner Lieblingsseite. Vorhersehbare kleine Göre. Ich kenne dich. Das ist schön, Mama. Oh, ist das krank, Alter. Sind wir jetzt nicht alle im Leuchtturm? Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Oh, Gott sei Dank. Hast du Mark gesehen? Er ist okay. Er versucht, dieses verdammte Licht anzumachen. Mark? Oder auch nicht. Sag mir, dass du mich hörst. Alles okay? Yeah!
Jawohl! Ich wollte sagen, ihr seid fünf Leute. Und die Crew ist aus dem Leuchtturm entkommen. Uiuiuiui. Oh, die Polizei kommt auch. Wetten, er stirbt noch. Was zur Hölle? Oh nein. Oh. Handflächen nach vorne! Hände hoch! Das war jetzt nicht Dumet und seine Tochter, oder? Der Polizist hat die Leichen des Fährmanns und des Mädchens gefunden. Oh nein! Er hat sie doch umgebracht! Der Wichser! Keiner redet! Ich sagte, die Handflächen nach vorne! Oh nein! Zum Glück sind sie hier. Sie müssen uns helfen. Bis ich weiß, was hier los ist, rührt sich niemand. Wir haben niemanden getötet. Aber wir wissen, wer. Ihr werdet eure Geschichte schon noch loswerden. Oh, fuck. Da! Weg hier! Seine Waffe! Alter! Na, du tötete den Polizisten, ja, war klar. Na los! Weil er sich auch verhält wie ein Depp. Hier lang. Alter, er hat echt den. Er hat ihn echt noch getötet und das Mädchen. Was für ein Arschloch. Funktioniert nicht. Das Starterseil. Los, mach! Hey, hey, Conny! Ja! Da bist du ja! Komm! Komm! Spring an! Oh nein! Los! Ach komm, das war's? Die sind einfach entkommen? Ich wette, er hängt noch irgendwo am Boot. Alter, dieser Wichser! Dass der auch noch die beiden getötet hat. So ehrenlos. Geschafft. Gerade so. Reicht mir. Wir müssen die Polizei rufen. Fahr zu den Lichtern.
Wisst ihr, ich hatte gerade eine tolle Idee für die zweite Staffel. Fehlt nur noch eine letzte überraschende Wendung. Na dann viel Glück bei der Suche nach Moderatoren. Ich bin raus. Ich bin nur froh, dass ich noch lebe. Oh! Festhalten! Nicht, Conny! Nein, nein, bitte! Alter! Spring! In die Fresse, ja! Jetzt sehen wir endlich sein Gesicht. Oder auch nicht. Angreifen. Nein! Oh nein, komm schon, Mark. Spray. Mace in your face, du Bitch. Ah, verreck, du Schwein. Ja, stirb. Hoffentlich ist er tot. Oh Gott. Alter, Mark hat das Boot lebendig verlassen. Der Hund wurde ins Wasser geworfen. Jetzt hat man echt nicht sein Gesicht gesehen, ne? Der Pisser. Feiger Pisser. Also wenn sie diese Song nicht zum Lächeln bringen, dann weiß ich auch nicht. Nach der Pause spielen wir einige ihrer Classic Rock Favoriten ohne Unterbrechung. Keine verdammte Werbung. Oh. Ach, Mist. Shit! Alle fünf haben überlebt. Plus Conny. Ich sah auf und da standen sie mitten auf der verdammten Straße. Wedelten wild mit den Armen wie so ein Haufen Verrückter. Und wo kommen sie her? Fort Wayne. Bin seit 3 Uhr morgens unterwegs. Frühschicht? Naja, ich wollte um 8 Uhr im Hafen sein. Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, oder? Wahrscheinlich eher nicht. Weißt du, ich glaube, ich schaue mir mal das Studio in Brooklyn an. Vielleicht klappt das ja. Nach all dem klingt ein Neuanfang nach einer guten Idee. Ja. Nur versprich mir zu sagen, wie es läuft. Nur wenn du mir weiter deine ungebetenen Ratschläge versprichst. Na klar doch.
Also, das ist jetzt wohl kein guter Zeitpunkt. Nur... Oh Gott, was? Sind wir... Ist das was Ernstes? Eine gemeinsame traumatische Erfahrung ist heiß. Fuck ja, das ist was Ernstes. Oh. Ich find's süß, okay. Und ich mag Aaron sehr. Du hast wohl verloren, als du vorhin um dein Leben gerannt bist. Demi hat Aaron ihr Nabello zurückgegeben, als sie das Festland erreichten. Absoluter Liebesbeweis, oder wie? Eine Kippe gefällig? Ja. Hör doch auf mit dem Rauchen, jetzt hast du es schon den ganzen Tag geschafft. Ich hör auf. Gute Entscheidung. Ja, da werden sie jetzt Spaß haben beim Ermitteln, was da drüben für Leichen rumliegen. Und ich würde gerne wissen, ob es wirklich Agent Monday war, aber der sah schon etwas älter aus, ne? Der Typ. Aber wieder sieht dieses... Das fand ich ein bisschen schade, dieses Killer-Klischee. Er läuft halt die ganze Zeit ganz normal und holt trotzdem alle ein. Hat übermenschliche Kräfte. Und... Ne, es ist halt alles so... Klischee-mäßig einfach. Aber ich fand es nicht schlecht, das war jetzt eins meiner Liebsten sogar, muss ich sagen. War richtig gut. Da sind sie. Alles hat einmal ein Ende. Aber wie gut war dieses Ende für unser Filmteam? Respekt. Alle haben überlebt. Muss sich gut anfühlen. Für sie. Hat sie diese Erfahrung verändert? Kates Geheimnis. Sie war traumatisiert von etwas, das vor langer Zeit geschah. Aber... Sie hat sich dem gestellt, was sie am allermeisten fürchtete, und hat überlebt. Jamie weiß jetzt, dass sie anderen vertrauen und mit ihnen arbeiten muss. Ihnen beistehen muss. Mark, er musste aufhören, auf die Anweisungen anderer zu warten. Er musste seinen eigenen Weg finden. Aaron hat allen gezeigt, dass sie ziemlich schreckhaft ist. Aber sie hat auch ihren Mut bewiesen, als es darauf ankam. Und es kostete Mut, ihre Gefühle für Jamie zu zeigen. Und Charlie hat jetzt verstanden, dass ein Anführer mehr tut, als Befehle zu geben. Er musste die anderen als gleichwertig behandeln und mal die Führung abgeben. Um den Papierkram kümmere ich mich morgen. Sie finden selbst nach draußen? Es war, wie immer, erhellend. Wir sehen uns sicherlich wieder. Nun, bis dahin. Auf Wiedersehen. Sehr cool. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was mit dem Kurator. Maske. Wetten, er lebt noch.
Ich hab schon mal gesagt, wenn man nicht sieht, wie jemand stirbt, dann lebt die Person noch im Endeffekt. Die Abfolge der Ereignisse ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wir können jedoch bestätigen, dass gegen kurz nach 7:30 ein LKW-Fahrer angehalten wurde, um Hilfe zu leisten. Kurze Zeit später war auch die Polizei vor Ort. Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams. Larned Entertainment. Das Team hinter der Doku-Serie Architects of Murder. Verdammt! Anscheinend ich mochte sind die Reihe. Sie ihrem Stoff tatsächlich etwas zu nahe gekommen. Zum Glück für Sie ist dieser Albtraum endlich vorbei. Heilige Scheiße! Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit. Was? Ja! Ich habe so viele Klicks, ich habe was gewonnen. Jetzt sag schon. Einen All-Inclusive-Aufenthalt für 5 Personen auf einer Insel. Wow. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ja, Mr. Demet meint, sie werden sogar eine Limo schicken. Das wird ein Riesenspaß. Ist das dein Ernst? Der macht einfach weiter. As long as God in heaven
shall dwell. My poor soul shall burn in hell. I said, oh, death. Oh, death. Won't you spare me over to another Eve? I said, oh, death. To spare me over to another. Ja, wunderschön, was soll ich sagen? Also, es war wie gesagt eins meiner Lieblingsteile jetzt soweit. Also, es war halt am realistischsten, ne? Ohne Werwölfe, ohne Monster, ohne sonst irgendwas. Hat mir extrem gut gefallen und ich hoffe, da kommt noch was. Bombers of Games. This is Commander Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spread to high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out. Oh, geil! Directive 8020. Season 2 Premiere. Oh, fett, Leute, ich freue mich. Neues Setting, ganz neues Setting. Glückliches Ende habe ich bekommen, noch ein Achievement. Naja, was soll ich sagen? Wie gesagt, es hat mich eigentlich die meiste Zeit gut unterhalten. Ich werde mal schauen, wie es von der Zeit reicht. Ich habe es halt leider bei Hackett's Quarry hingekriegt. Was heißt leider? Ich habe es da hingekriegt, aber bei House of Ashes hat es ja nicht gereicht von der Zeit. Ich hoffe, hier schaffe ich es, da ich euch mal so einen Run zeige mit ganz vielen Toten. Werde es ein bisschen zurechtschneiden vielleicht. Weil, ja, wie lange war das jetzt? Wie viele Parts? Also so nochmal so 6, 7, 8 Stunden in einem Video muss ja nicht sein. Auf jeden Fall bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Danke fürs Liken und Kommentieren. Und vielleicht schauen wir uns noch die Bonusinhalte an, mal sowas. Ne? Wir gucken. Ja, ich bedanke mich. Ich bin der Bruger. Viel Spaß beim Gruseln weiterhin und tschüss.